Hallo meine Lieben, ich grüße euch heute hier aus unserem Atelier über den Dächern von München. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich möchte euch gerne einige Schmuckstücke aus unserer neuen Kollektion zeigen. Wir haben hier in dieser Kollektion mit dieser Bicycle-Kette, wie man sie nennt, das sind diese eckigen Gliederketten, gespielt. Und zwar haben wir da einige verschiedene Modelle. Das oberste Modell ist mit einem kleinen Edelstein verziert. Das ist auch so ein bisschen abgeeckt und passt halt somit echt total schön zu der restlichen Kette. Wir haben drei verschiedene Farben. Einmal dieses wunderschöne Grün, was ich hier anhab. Und dann haben wir auch passend für den Herbst nochmal die Kette mit einem Amethysten. Das ist so ein ganz schönes, zartes Lila. Und auch nochmal für die, die es etwas doch nochmal neutraler möchten, nochmal mit einem grauen Achat. Das kann man wirklich zu ganz vielen herbstlichen Farben auch kombinieren. Das wären die drei Farben. Natürlich alles immer in Silber und Gelbgold vergoldet und Silber-Rosé-Gold vergoldet. Ich habe jetzt die Kette kombiniert mit der etwas gröberen Bicycle-Kette. Beide Ketten sind maximal 45 cm lang, man kann sie aber natürlich verstellen. Ich habe die obere jetzt relativ kurz, fast schon wie ein Choker, und die größere habe ich eben in der längsten Variante eingehängt. Als dritte Kette haben wir nochmal diese Bicycle-Kette ein bisschen unterbrochen mit einer kleinen Panzerkette. Das lockert das Ganze ein bisschen auf. Also es sind immer so drei gröbere Glieder, dann ein Stück Panzerkette und so weiter. Die hat eine Länge von 55 cm. Die kann man natürlich auch rund tragen, dann hängt sie nochmal tiefer. Oder so wie ich hier in der Y-Form. Was wir noch haben als vierte Kette ist praktisch die mit den Edelsteinen, die ihr oben seht, eben als Plain-Kette. Das ist nochmal so eine ganz feine Bicycle-Kette. Die könnt ihr natürlich wirklich auch zu ganz, ganz vielen Sachen kombinieren.